Angler und Wassersportler. Heute möchte ich euch das Lorenz HDS Pro vorstellen, das es in 4 Größen gibt. Wir haben lange auf das neue Echolot gewartet. Es war auf der Boot in Düsseldorf zu sehen, aber bis jetzt im Juni nicht verfügbar. Wir haben es in Norwegen mit dabei, wollen es testen mit dem neuen Active Imaging HD Geber und auch dem Active Target 2. Nun schauen wir erstmal, was alles in dem Paket dabei ist. So, dann schauen wir mal in das Paket. Pass mal die Glanzverpackung herunter. Das ist relativ gut eingepackt mit einer Beschreibung. Hier finden wir erstmal den Mounting Plate, wie wir das Echolot anschließen, direkt in einem Pulteinbau. Man kann die Anleitung auch per Barcode aus dem Internet herunterladen. Dann haben wir ein englisches und ein französisches Büchlein, eine Art Kurzanleitung. Den Rest gibt es sicher online. Als nächstes das Herzstück plus einen kleinen Aufkleber. Unser Lorenz HDS Pro 12. Wir können bis zu 2 Active Target Livegeber anschließen. Wir haben Netzwerkfunktionalität. Wir haben HDMI-Eingang. Hier sehen wir das neue Prunkstück. Das HDS Pro 12, auch wenn es nicht draufsteht, hat diese blaue Taste. Es hat frei verfügbare Programmiertasten und wir haben eine Touch- und auch eine Tastenkombinationsmöglichkeit. Einen guten harten Displayschutz. Und ein wenig Zubehör, das heißt, ja, die Garantieurkunde, das Stromkabel mit Plus und Minus und einigen Steuerleitungen. Aus Metall den Fuß, den wir brauchen für den Pultaufbau. Dann werden hier sicher die Knöpfe sein zum Befestigen. Jawohl. Und hier gibt es noch einmal kleine Tüten. Mit Schrauben für den Pultaufbau, für die Befestigung, nehme ich mal an. Noch weitere Schrauben. Für die andere Befestigung. Einmal eine Sicherung für das Pluskabel. Und noch ein wenig Zubehör. Das bekommt ihr alles beim Lorenz
HDS Pro in 9, 10, 12 und 16 Zoll verfügbar. Es hat schon tolle Features, der Geber mit 1,2 MHz, die Kompatibilität zum Lorenz Active Target 2 sind einige der Features, die das Echolot sehr interessant machen, und natürlich auch die Fischreveal-Ansicht in der hochauflösenden Down-Imaging-Variante. Dies ist nun das neue HDS Pro. Nun kommen wir zum neuen Lorenz Active Imaging HD-Geber. Wir sehen schon auf der Rückseite die Vorzüge bis zu 1,2 MHz im Down- und im Side-Imaging. Er supportet mit Mitte und hohe Frequenzen im Chirp-Bereich 83-200 kHz. Er hat eine sehr hohe Empfindlichkeit für den Downscan und den Sidescan. Wir werden sehen, wie gut tatsächlich die Auflösung sein wird auf unserem Unterwasserberg. Und natürlich ein Highlight, was sich von den Mitbewerbern abhebt, sind die Fisch-Reveal-Sicheln in der Downscan-Ansicht. Ein ähnliches Paket vom Karton wie beim HDS Pro zieht sich durch die Serie. Wir haben ein kleines Installationshandbuch. Und Anschlussmöglichkeiten, Dimensionierung, die Größen und technische Daten zum Geber selbst. Der Geber ist gut eingepackt. Oben sind die Verschraubung für den Gebehalter. Der kommt dann so an das Echolot. Die Heckmontage, entsprechende Schrauben, Garantiebestimmungen. Wirklich sehr gut eingepackt. Plus Kabelbinder. Drei Schrauben für den Heckspiegel. Die Montage mit selbstsicherndem Lack. So sieht unser Geber zusammenmontiert aus. Ein ganz kleines Manko war, dass die Unterlegscheiben ein paar Zehntelmillimeter zu klein waren, dass sie über die Schrauben passten. Gut, man muss sie nicht unbedingt benutzen. Wir haben ja den Schraubensicherungslack vorinstalliert und von daher kann man das vielleicht bei der nächsten Version ein bisschen verändern oder sich einfach im Baumarkt größere Unterlegscheiben kaufen. Der Active Target 2 wird auch mit einer Glanzverpackung geliefert. Die haben wir diesmal daheim gelassen und nicht mit nach Norwegen genommen. Eine ähnliche Öffnung wie bei den anderen neuen Geräten gewohnt. Wir haben hier die Rechenbox. Wir haben den neuen Active Target 2 Geber. Die entsprechenden Anschlussarme für die verschiedenen Modi, die Anbringung am Motor, wenn man das nicht an einer Gebestange anschließen möchte, die bekannten drei Anschlüsse.
natürlich brauchen wir ein ca. 6 Meter langes Kabel für den Geber, den Anschluss für den Ghost-Motor direkt unten dran. Den Anschluss für den Strom für die Box. Festungsmaterial, Garantieanzeige, das Handbuch per App über Barcode und eine kurze englische und französische Anleitung für den Active Target 2. Technische Daten, Dimensionierung. Wichtig ist, dass dir das rote und gelbe Kabel an den Pluspol der Batterie anschließt, sonst schaltet sich euer Lorenz Active Target 2 nicht ein. Wie schließen wir zum Beispiel zwei Active Target 2 an? Und wie werden diese verbunden für ein Dualsystem, mit dem man gleichzeitig verbunden einen breiteren Sichtwinkel bekommt, was auch eine Neuerung ist in diesem Bereich. Wir haben also keine zwei Einzelbilder, sondern wir haben einen größeren Range, den wir uns unter Wasser anschauen können. Und natürlich die Montage, je nachdem, wo der Active Target 2 angeschlossen wird. Ja, und wie gut er ist, sehen wir im Test auf dem Wasser. Dann bis zum nächsten Video. Euer René Seemann.